So, ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Money Talk. Ja, und wer jetzt noch dabei ist, der ist noch nicht weggelaufen. Willkommen zu einer neuen Horrorshow. Wir wollen uns die Börsenwoche ein wenig genauer anschauen. Die vergangenen Tage, die hatten es wieder in sich. Und ja, da kann man fast schon die Freunde der Horrorfilme hier auch bei uns auf dem Kanal begrüßen. Ich habe einen Experten bei mir, der uns diese letzten Tage ein wenig zusammenfasst und natürlich dann in die Zukunft blickt. Auch das wurde ja jetzt zur Genüge getan. Sieht nicht so rosig aus, die Zukunft, aber irgendwann muss es ja besser werden. Robert Halver ist bei mir. Schön, dass du Zeit für uns hast. Lieber Carola, danke für die Einladung. Bin gerne wieder bei dir. Ja, und wir sehen schon, du sitzt ein wenig im Dunkeln. Vielleicht ist das ja auch ein Zeichen dafür, was auf uns zukommt. Denn wir haben in den vergangenen Tagen einige Konjunkturdaten gesehen. Wir haben einige politische Dinge erlebt, die uns eigentlich alle nur die Gänsehaut auf die Haut gezaubert haben. Denn es war wirklich gruselig, was da an Daten und Fakten in den letzten Tagen auf den Tisch kam. Und genauso hat es dann ja auch an den Märkten ausgesehen. Der DAX, der ist unter die 12.000er-Marke eingetaucht. Und ja, es ging eigentlich jeden Tag mehr oder weniger nur abwärts. Man kennt kaum jemanden noch, der Lust auf Aktien hat und der Aktien kauft, oder? Ja, es erinnert mich ein bisschen, die Eltern unter uns kennen das noch, ein Sketch von Otto Walkes, ja, mit der Platte der 7 Grausamkeiten, ja, als Hommage an ein China-Restaurant, wo nicht die Kostbarkeiten, sondern die Grausamkeiten genannt werden. Und es sind die 7 Grausamkeiten, die muss man ablesen, weil es zu viel geworden ist. Zinsen, Inflation, Rezession, Krieg, geopolitische Zweiteilung, also Deglobalisierung. Dann haben wir eine Eurosklerose jetzt mit der Wahl in Italien, beziehungsweise was das vielleicht bedeuten könnte. Und wir haben eine deutsche Wirtschaftspolitik, ich sage es mal sehr vorsichtig, bin ja bekannt für vorsichtige Töne. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Oh, das klingt aber nach einer guten chinesischen Spezialplatte, die wir da serviert bekommen haben. Da können wir ja mal auf die einzelnen Aspekte eingehen. Ja, wie gesagt, wir haben neue Daten bekommen. Das Herbstgutachten ist rausgekommen jetzt von unseren großen Wirtschaftsforschungsinstituten. Die 4 großen sind das, die sich hier zusammentun. Und die bringen uns ja nun wirklich auch ganz formidable Nachrichten für die nächsten Monate. Also es sieht furchtbar aus, mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Wie liest du diese Zahlen? Ja, natürlich auch viele Verunsicherungen, wenn die Spannbreite zwischen minus 0,4 als Wirtschaftswachstum fürs nächste Jahr bis minus 7,9 reicht, dann zeigt das natürlich extreme Verunsicherung. Und Verunsicherung ist nie gut, auch für Wirtschaftsteilnehmer nicht. Und wir wissen ja auch, woran es liegt. Natürlich, es ist die Energiekrise, Gaskrise, Stromkrise, das wissen wir. Es ist aber vor allen Dingen auch nach wie vor eben auch die Reaktion darauf. Ich habe immer gesagt, in einer Energiekrise, bei diesen Ausmaßes, wenn wir auch die deutsche Wirtschaft, die mittelständische Wirtschaft eben jetzt hier teilweise zur Disposition steht, dann muss man eben auch clever agieren. Das heißt, jede Ideologie muss fallen gelassen werden. Das heißt, für Energiesicherheit sorgen auf 3 Ebenen. Ganz klar, Atomkraft, ich weiß, das hört nicht jeder gerne, aber ich sage es trotzdem, Atomkraft nicht nur die 3, die noch im Betrieb sind, sondern auch das, was wir schon zugemacht haben, um einfach die Grundlast darzustellen. Zur Grundlast gehört eben auch das schnelle Wiederanfahren der Kohlemeiler. Und drittens, ich habe es nie verstanden, warum man heuchelt. Warum haben wir Probleme mit Fracking im Inland, wenn wir zwar quasi auf allen Vieren kriechen, durch die Welt hopsten und Gaslieferungen auch im Fracking-Zeitalter bitten, genauso in Amerika, aber selbst das nicht wollen. Das macht keinen Sinn. Und der Hohn ist es, wenn wir im Grunde genommen uns darüber beschweren in Deutschland seitens der Wirtschaftspolitik, dass die Franzosen uns im Winter zu wenig Atomstrom liefern. Das habe ich nie verstanden. Das ist Heuchelei. Also eine Wirtschaftspolitik muss wieder an die Tradition von Ludwig Erhard anknüpfen, dafür sorgen, diese Sicherheit muss wieder her. Das haben wir schon oft genug besprochen, Carola. Energiekosten, das sind die Arbeitskosten der Zukunft. Wenn die zu hoch sind, wenn auch die Energie Unsicherheit auch nur ein bisschen steigt, dann wird um Deutschland als Industriestandort ein Bogen gemacht. Das muss man klar erkennen. Und unsere mittelständische Wirtschaft ist es aller Ehren wert und immer wert, dass man sie rettet. Und die Arbeitsplätze natürlich auch. Das ist das wichtig. Thema Ideologie ist ja auch ein ganz interessantes, denn wir haben ja jetzt Uniper verstaatlicht, also gehört uns ja jetzt allen quasi und damit gehören uns auch Atomkraftwerke im Ausland. Also wir schalten unsere eigenen ab, aber wir haben jetzt gerade neue dazugekauft.
Heuchelei, das habe ich gerade gesagt. Also wenn man schon bei der reinen Lehre bleiben möchte, dann müsste man konsequent sein. Aber kein Mischmasch, das versteht doch keiner mehr. Wenn man in Bayern die Atomkraftwerke laufen lassen möchte, aber in Niedersachsen, wo zufälligerweise demnächst gewählt wird, aber da abschaltet muss, das versteht kein Mensch. Und wenn da Fracking-Möglichkeiten sind, zumindest mal eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, was denn man machen könnte. Ich weiß, das ist ja auch nicht unbedingt die ökologischste Form, aber Energiesicherheit, wenn wir hier den Mittelstand verlieren, entweder weil die sagen, wir hören auf, also wir gehen bankrott, wo das ja laut Definition von verschiedenen Wirtschaftsministern ja eine heikle Sache ist oder nicht so einfach ist, oder man macht den Exodus nach Amerika, wo der Strom und das Gas unheimlich billig sind im Vergleich zu uns, dann haben wir eben auch ein großes Problem. Dann ist der neue deutsche Exportschlager Arbeitsplätze. So weit darf es niemals kommen. Lass uns noch mal kurz reinschauen in dieses Herbstgutachten, denn du hattest es gerade schon angesprochen, da gehen diese Erwartungen ja wirklich weit auseinander. Also das geht von, ich glaube, minus 0,4 war das sozusagen das beste Szenario. Also das ist die Wirtschaft im nächsten Jahr schrumpfen wird, wenn es alles gut geht. Und dann war diese minus 7,9%, also fast 8%. Und wenn es so schlimm kommt, dann sind die Daten so, dann wäre auch noch in 2024 ein negatives Wachstum, also eine Schrumpfung sozusagen von 4,2% unserer Wirtschaftskraft zu erwarten. Also das wären dann wirklich nochmal richtig zwei harte Jahre, die auf uns zukommen. Und da habe ich mir mal genauer angeguckt, was da sozusagen dieses Worst-Case-Szenario beinhaltet. Also natürlich diese Gasmangellage, wie das der neu geschaffene Begriff jetzt ist. Dann kalter Winter, wenn der uns dräunt, also wenn es zu kalt wird. Und dann weniger Einsparungen. Also wir können alle mitmachen. Wir müssen dann hier ohne Leuchten dann demnächst unsere Interviews aufzeichnen und sitzen dann richtig im Dunkeln. Du bist jetzt übrigens in der Zwischenzeit heller geworden. Also insofern, irgendwie ging jetzt gerade auch bei dir ein Licht an. Ja, wunderbar, das freut mich natürlich, aber nochmal auf die Wirtschaftswachstumsraten bezogen. Ja, wir können keine Wirtschaftspolitik machen, die daran besteht, bitte zu beten, dass der Winter nicht zu hart wird. Was ist denn das? Das geht überhaupt nicht. Also ich meine, Wirtschaft ist ein knallhartes Geschäft, knallhart. Da gibt's kein Bullabü, da gibt's kein Kumbaya, mein Lord, singen, da muss man knallhart anpacken, das darf man nie vergessen. Wirtschaftspolitik darf nie philosophisch betrieben werden, sondern das Geschäft ist brutal hart, und wenn die anderen das machen, mit denen wir in Konkurrenz stehen, dann können wir nicht mit Wattebällchen werfen. Ja, so, dann lass uns vielleicht noch mal ein paar Schrittchen weitergehen. Wenn wir gucken uns nachher noch mal Deutschland an. Ich hätte gerne natürlich auch deine Einschätzung zu Porsche. Die sind ja jetzt mit trotz aller Widrigkeiten mit einem guten Börsendebüt in der letzten Woche gestartet. Da kommen wir gleich noch mal drauf. Ich würde gern aber noch mal auf eine andere kurzfristige Kernschmelze eingehen, die wir letzte Woche fast gesehen haben, ist vielleicht an dem einen oder anderen so ein bisschen vorbeigegangen, denn das Ganze spielte sich in Großbritannien ab. Wir hatten fast einen Lehman-Moment, wer sich daran erinnert, Lehman Brothers, also die in 2008 fast zu einer Kernschmelze des gesamten Finanzsystems geführt hätten. Das hatten wir letzte Woche in Großbritannien, weil die neue Regierungschefin nun also der Meinung ist, sie müsste das Ganze mal etwas beherzter anpacken, aber die Märkte sehen das offenbar anders. Kannst du uns kurz zusammenfassen, was da letzte Woche los war? Ja, Großbritannien versucht, Maggie Thatcher 2.0 darzubieten mit massiven Steuersenkungen. Nur das Problem ist, die Finanzmärkte da fragen, was soll das bringen? Wer investiert denn in Großbritannien, wenn das Land zumindest einen erschwerten Zugang zum größten Handelsmarkt der Welt, der EU, hat? Das funktioniert nicht. Wenn gleichzeitig die Verschuldung dramatisch nach oben gebracht wird, aber gleichzeitig die Anleger sagen, wir trauen der Bonität Großbritanniens nicht mehr zu. Ich habe immer sehr klar gesagt, der Brexit ist natürlich vollkommen absurd. Und jetzt mal vielleicht eine spaßige Bemerkung, dass die Briten ausgetreten sind aus der EU, beweist eigentlich nur, dass BSE auf den Menschen übertragbar ist. Also das ist, muss man auch sehr klar erkennen. Die Briten haben sich damit keinen Gefallen getan. Inseldasein, Isolation kann keine Hoffnung bringen. Und ein Unternehmen, jetzt nehmen wir mal ein typisches deutsches Unternehmen, das überlegt, woanders zu investieren. Wenn man weiß, in Großbritannien ist die Infrastruktur auch nicht besser als bei uns, Zweifelsfalle schlechter. Wenn man weiß, dass Steuersenkungen ja mehr keinen Zugang zum größten Binnenmarkt der Welt, EU, eröffnen. Und wenn man weiß, dass dann auch vielleicht die Refinanzierung der Banken immer schwieriger wird, weil die Renditen nach oben gehen, dann hat Großbritannien hier nicht mehr die Chancen, die vor 40 Jahren mal Maggie Thatcher für sich nutzen könnte. Das ist eine Wirtschaftspolitik, die nur darauf
achtet, dass man die Steuern senkt. Das kann nicht funktionieren. Was ist das drumherum? Die ganzen anderen Faktoren, auch die Energiesicherheit, sind gar nicht vertreten. Also von daher muss die Notenbank die wieder eingreifen. Und den Satz noch, Carola, die Tatsache, dass die Notenbank, die Bank of England, jetzt die Kernschmelze verhindert hat, indem sie am Anleihemarkt wieder quasi die Papiere aufkauft, also im Grunde genommen den Schrott, den sonst keiner haben will, in Anführungszeichen, selbst ins Boot nimmt, ist natürlich ein schlechtes Beispiel für das, was die EZB auch bei uns machen wird. Sollte zum Beispiel Italien die Renditen weiter steigern, können wir eine Wette machen, dass die EZB eingreifen wird, weil steigende Renditen Italien nicht mehr aushält. Das wäre jetzt genau nämlich auch meine nächste Frage gewesen, ob das, was jetzt in Großbritannien passiert ist, ob wir ähnliche Situationen jetzt hier auch im Euroraum befürchten müssen. Denn wir haben ja nun mal hier diese unterschiedlichen Kandidaten bei uns auch in unserem Portefeuille, um es mal so zu sagen. Und eben genau mit der veränderten Situation jetzt auch in Italien. Was befürchtest du denn? Also vielleicht so ein kleines Menetekel, das, was da in Großbritannien passiert, könnte uns auch träumen? Also zumindest wollen die Italiener, auch die neue Regierung, dieses Trio, kann man sagen, Frau Meloni, dann der Raufbold Salvini und natürlich dann der sendungsbewusste Silvio Berlusconi, die werden natürlich nicht mehr mit dem Ital-Exit drohen, denn wer schneidet sich ja freiwillig den Zugang zu diesen schönen Möglichkeiten der europäischen Solidarität über Konjunkturpakete und die EZB ab? So dumm kann man ja nicht sein. Vergleichbar würde sich Casanova kastrieren, würde er auch nicht machen, ist klar. Nur Reformen wird man nicht machen. Reformen wird man nicht machen, um die Wählerklientel dann natürlich dann nicht zu verärgern, die dann bei der nächsten Wahl wieder was anderes wählen. Das heißt, auch die EZB ist gezwungen, das Schlimmste zu verhindern. Die Bonität Italiens, die schlechter wird, wir sehen ja im Augenblick, dass die Renditen höher gehen, das kann man nicht zulassen. Im politischen Sinne, stabilitätspolitisch schon, aber nicht im politischen Sinne, weil dann Italien seinen Schuldendienst nicht mehr leisten kann. Und ich bin davon überzeugt, dass die EZB ab einem bestimmten Punkt wieder zugreifen wird. Sag an dieser Stelle aber auch, das ist jetzt kein Italien-Bashing. Ich mag die Menschen unbedingt, das ist ein tolles Volk. Wir machen ja auch keine Bella Figura in Deutschland. Auch wenn wir jetzt hier 360 Milliarden Neuschulden machen, ich meine, da sind wir auch dankbar, in Anführungszeichen, dass die EZB uns hilft. Ist aber der falsche Schritt. Man kann nicht immer mit der Eurosklerose arbeiten und sagen, wir müssen helfen, sonst hat die Eurozone ein Problem. Wenn wir nicht mehr bereit sind, ein Leistungsprinzip zu leisten, mal selbst aus der, ich sage es deutsch, aus der Kacke rauszukommen, indem wir einfach mal sagen, wir müssen mal wieder hier wieder arbeiten, wir müssen mal wieder die Schippe in die Hand nehmen, wir müssen sagen, dass wir unsere Probleme lösen und eine Zukunftsvision bauen, nach dem Motto, was verkauft in Europa, Deutschland in Zukunft der Welt, dann haben wir längerfristig schlechte Karten. Und der Euro, letzter Satz, der Euro, der sollte mal die Fortentwicklung der D-Mark werden, als eine der härtesten Währungen neben dem Schweizer Franken der Welt. Was wir im Augenblick haben, ist die Entwicklung ganz klar hin zur italienischen Lira 2.0. So, und dann schließt sich natürlich die Frage an, wenn wir jetzt also diese ganze Tour de Force durch diese ganzen Grausamkeiten gemacht haben der letzten Tage, wo erwartest du denn dann jetzt in den nächsten Monaten mal irgendwo einen Lichtblick, wo wir vielleicht mal wieder sagen können, jetzt ist das ein gutes Signal für Aktien, ein gutes Signal für die Wirtschaft. Wir können vielleicht mal wieder drüber nachdenken, dass es aufwärts geht. Denn das ist die Frage der Fragen der letzten Woche. Wie tief kann es denn nun mit unserem DAX beispielsweise oder mit den Aktienmärkten insgesamt noch gehen? Ja, die Frage eben, wo ist der Boden, die 100 Billionen Dollar Frage, ganz klar. Wir haben jetzt natürlich erstens nochmal negativ eine massive Inflation an Krisen. Aber wir müssen natürlich auch jetzt mal uns vor Augen führen, viele Anleger sind auch draußen. Wer jetzt nicht draußen ist, ja, der muss wirklich ein beherzter Aktienfreund sein. Und wenn man sieht, dass viele amerikanische große Kapitalsammelbecken ja nur zu 30% investiert sind und das nur abgesichert haben über die Terminmärkte. Wenn also alles Negatives da ist, wenn man sich vor Augen führt, dass die Bewertungen abgrundtief schlecht sind, wenn man sich vor Augen führt, dass die Chinesen wohl möglich, und ich hoffe ich ja, und das ist, ich glaube, die Hoffnung ist auch berechtigt, nach ihrem Staats- und Parteitag wieder FKK bezogen auf ihre Wirtschaft dann beschließen, also wieder aufmachen, wieder mehr den Export von Vorprodukten und natürlich als Absatzmarkt funktionieren. Wenn die Amerikaner, die seitens der Notenbank einen tollen Job machen, nämlich diese Zinserhöhung jetzt auch durchziehen, ja, nochmal 0,75 im November, nochmal 0,5 im Dezember und dann schauen, ist es das gewesen, dann macht man das Problem, dann wird das Problem natürlich auch relativ schnell umwandelt. Und wenn man auch dann die Hoffnung haben kann, dass wir diesen Winter überstehen, ganz klar, dann wird die Börse frühzeitig sagen, ich werde zwar nicht mehr so schnell die historischen Höchststände erreichen, aber
die Lage hat sich dann unten gefestigt, tiefer geht's nimmer. Ich sage aber auch, in der Zwischenzeit zum Überwintern, warum sollte man nicht mal ein Zinspapier nehmen? Warum sollte man nicht mehr, ich habe nochmal geguckt, zum Beispiel für mindestens Investment Grade, also von der Bonität her, in Europa Papiere kaufen, Unternehmensanleihen für 4,4%, die einfach mal in Anspruch nehmen. Dasselbe für 6,4% in den USA. Oder in den USA eine 2- bis 3-jährige US-Staatsanleihe nehmen, um eine höhere Rendite zu haben, um einfach dann zu überwintern. Dann aber immer klar sich vor Augen führen, an der Börse wurde nicht geklingelt, wenn es da unten geht. Es wird aber auch nicht geklingelt, wenn es da oben geht. Und meine, ich habe es letztes Mal schon gesagt, in der Prophezeiung, dass wir trotz aller Krisen keine Baumrinde fressen werden, sollte man auch wieder ein bisschen dann auch unsere Zykliker in Deutschland und Europa anpacken, denn die sind auch sehr günstig. Und das sage ich zum Schluss auch noch. Der Wirtschaftsstandort Deutschland, der seine Probleme hat, machen wir uns nichts vor, ist aber nicht gleichzusetzen mit dem Börsenplatz. Das heißt, Unternehmen können immer noch weltweit diversifizieren, gucken, wo sie Rohstoffe herbekommen, wo sie verkaufen. Das darf man eben auch nicht vergessen. Nur leider ist es eben negativ für unseren Standort, für die Arbeitsmärkte, wenn Firmen hier rausgehen, den Exodus machen, sozusagen in den Sack hauen, wie man im Rheinland sagt, in Berlin vielleicht auch, ich weiß es nicht. Aber das ist eben wichtig, dass man das schon ein bisschen trennt. Und der Zinsmarkt, wenn die Zinsangst in Amerika abebbt, ja, dann wird sich auch wieder die Zinsangst legen und damit kommen wir wieder runter. Jetzt haben wir noch einen Punkt vergessen, die Inflation, die im Augenblick natürlich massiv hochgeht, was natürlich alle schockt. Das wird noch ein bisschen weitergehen. Aber wenn wir nur die Rohstoffe, die Preise, die wir jetzt haben, in die Zukunft fortschreiben, wachsen wir quasi in die preislichen Entspannungen ab Frühjahr dramatisch rein. Das heißt, da wird sehr viel Inflationsdruck weggenommen. Wenn wir sehen, dass die Konjunktur ja weltweit runterkommt, das bremst natürlich auch die Inflation. Dann bin ich jetzt verwegen, wenn ich das sage, aber mit einem Blick jetzt mal ins weitest nächste Jahr, Ende des nächsten Jahres hinein, bin ich mir so sicher, dass die Inflationsraten deutlich runterkommen und dann hätten wir natürlich gewonnen. Wagst du denn, ich weiß, das ist immer so ein bisschen wie Kaffeesatz lesen, aber wir haben ja so ein paar Marken natürlich auch im DAX, die jetzt vor uns liegen, also so das Tief, was wir aus dem Oktober 2020 haben, das sagen die Charttechniker, das ist so eine Marke. Und dann haben wir natürlich auch das Tief, das wir im März 2020 hatten, als Corona das erste Mal so richtig zugeschlagen hat. Da sind wir ja, glaube ich, unter die 9.000 sogar gegangen. Also ich frage dich trotzdem, weil es so eine schöne Headline ist, wagst du eine Prognose abzugeben, wo das Tief dann tatsächlich auch im DAX zu sehen ist? Ja, es ist schwierig, weil ich bin nicht der große Anhänger von großen Indizes, aber ich gebe dir trotzdem eine Antwort. Also ich jetzt per heute kann der DAX noch auf 11.515 fallen. Das ist so eine Marke, die man hat. Natürlich wäre da unten noch Platz, wenn man jetzt die schwarzen Schwäne wieder auflistet. Wenn man weiß, ein Putin steht mit dem Rücken zur Wand, wenn der jetzt das Unmögliche wagen sollte und wirklich daran denkt, auch mit schwereren Waffen, wir wissen alle, was gemeint ist, dann aufzutreten, um einfach zu retten, was zu retten ist, eine Position zu retten, wäre das nochmal ein neues Alarmsignal. Aber jetzt gucken wir mal auf die Märkte. Wir wissen, wir gehen in die Rezession, kämen die 7,9 minus, wäre natürlich Depression. Wir kennen die Probleme, die sind im Markt, das Wort kann man nicht mehr hören, eingepreist, aber man weiß ja, was auf uns zukommt, dass man immer noch sagen muss, jetzt nicht abgesetzt wieder vom DAX, gucke ich mir die Einzelbranchen, die Einzeltitel an und gucke, was hat der noch Potenzial oder wo ist die Lage relativ abgesichert. Und dann wird man fündig im Hypetech-Lager in Amerika, in Europa, auf den sehr billig mittlerweile notierenden zyklischen Werten. Und dann ist das eben neben einer Zinsstrategie vorübergehend auch eine Überwinterungsstrategie bezogen in puncto Aktienmarkt. So, und dann kann man ja zumindest seit den vergangenen Tagen, wenn man dann eben auch ein Autofan ist, auch seine Autoaktie nochmal neu aufstellen und sich vielleicht eine kleine Porsche ins Depot legen und sich nur daran erfreuen, dass man eine Porsche-Aktie hat. Von den 911 Millionen sind es, glaube ich. Was sagst du dazu? Also ganz kurz noch eine Einschätzung. Das ist auch eine Frage der vergangenen Tage, die immer wieder kam. Also muss man jetzt gleich am Anfang dabei sein oder kriegt man vielleicht noch günstigere Kurse? Man muss sich am Anfang dabei sein, man kann es ja ein bisschen beobachten, aber eins muss man sich vor Augen führen. Die Porsche ist Substanz pur. Deutsche Ingenieurkunst, eine Legende, eine Vision, ein Auto, das natürlich auch aufgrund eines Preises nicht für jeden erschwinglich ist. Ich fahre keinen Porsche, habe die Porsche-Aktie aber bekommen. Aber weltweit gibt es nach wie vor genügend Leute,
die mit Geld die Porsche kaufen. Das heißt, der Absatz ist abgesichert. Jetzt haben wir auch einen Preis dafür, für eines unserer wesentlichen deutschen Industriejuwelen. Und ich kenne natürlich die Kritik. Jetzt wird gesagt, ja, die Porsche-Familie, die um Piëch, hat jetzt noch mehr Einfluss auf VW über diesen Börsengang. Da sage ich ganz einfach, schauen wir mal Richtung Frankreich. Frankreich hat immer gesagt, das, was wir können, müssten wir auch mit Fachkompetenz und auch mit nationaler Fachkompetenz sichern. Das heißt, große Anlegergruppen bestimmen nach wie vor sehr massiv auch das Schick der großen Aktien. In Deutschland ist ja so, wenn man in den DAX schaut, da ist ja überall eine bestimmte amerikanische große Beteiligungsgesellschaft drin. Wenn jetzt aber bei VW eine Familie mit Benzin im Blut auch die Geschicke von VW mitbestimmt, die von Autowirtschaft und Wirtschaft Ahnung haben, dann sollten wir dankbar sein, denn diese Kompetenz ist in Berlin nicht flächendeckend vorhanden. Also von daher ist der Börsengang, kam vielleicht jetzt nicht zum optimalen Zeitpunkt, der Markt ja nachgegeben hat, aber ich bin mir sicher, dass Porsche aufgrund dessen, was sie machen, auch die neuen Entwicklungen zur E-Mobilität und so weiter und die Legende dann auch nach vorne tragen, auch im Kampf mit Tesla, am Ende die Oberhand gewinnen wird. Tesla ist ein Engagement im Aktienmarkt, das man gerne seinen Kindern später vererben kann. Porsche meintest du und Tesla wahrscheinlich auch noch dazu. Nee, ich habe Porsche gemeint. Porsche, alles klar. Porsche. Also dann sind wir uns einig. Und Robert, es ist immer wieder eine Freude, mit dir zu sprechen. Und ich möchte euch, wenn ihr jetzt hier gerade zugehört habt, bitten, mal in den Kommentaren reinzuschreiben, wie euch das Gespräch gefallen hat. Aber umso mehr, ob ich Robert mal überreden soll, in eine lange Nacht der Aktien mit uns zu gehen und dann auch für eure Fragen zur Verfügung zu stellen. Denn das macht natürlich besonders viel Spaß. Und Robert, ich gebe dir das mal weiter, was jetzt hier in die Kommentarspalte geschrieben wird. Ich danke dir erstmal heute für alle, die neu auf dem Kanal sind. Abonniert meinen Kanal, setzt das Glöckchen, dann verpasst ihr keinen Money Talk und dann bekommt ihr diese wunderbaren Gespräche, die euch hoffentlich auch ein bisschen weiter Mut machen, bei Aktien dabei zu bleiben, sein Geld zu vermehren und wirklich in dieses fantastische Thema einzutauchen. Wir haben im Moment komplizierte Zeiten, aber man muss an der Stelle immer wieder sagen, das sind jetzt auch Zeiten, in denen man in die Märkte einsteigen kann, denn keiner will einsteigen, wenn es günstig ist, alle wollen rein, wenn es teuer ist. Insofern kann man sich jetzt vielleicht zu günstigen Preisen dann irgendwann eine schöne Porsche ins Depot legen oder grundsätzlich in den Markt einsteigen. Robert, ich danke dir für heute und wir sehen uns ganz bald wieder. Vielen, vielen Dank und an euch alle einen schönen Tag noch. Bis bald. Roland, tschüss. Alles Gute für alle, die zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht.